So, herzlich willkommen zurück. Ja, ein Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, warum mein Mikrofon so leise ist. Und ich habe das soeben so eingestellt, wie er das gesagt hat. Der hat mir ganz genau erklärt, wie ich wo was klicken muss. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann hört ihr mich jetzt viel lauter als in den letzten Wochen. Ja. Ich muss auch gestehen, so PC-Sachen einstellen ist nicht so meine Stärke. Eigentlich hasse ich alles, was mit PCs zu tun hat. Für mich ist das alles viel zu kompliziert gestaltet. Diese ganze Rechts-Links-Klickerei, dann von einem Menü in das andere und dann so lauter Fachgeschwafel, Pegel, Lautsprecher, Mikrofon, dies, das, weiß nicht, was Sache ist. Also wenn alles gut läuft, hat der gute Kollege mir das so erklärt, dass ihr mich jetzt viel, viel lauter zu hören bekommt. Ich glaube, er heißt irgendwas mit Kartuschen, irgendwas. An dieser Stelle vielen Dank. Falls es geklappt hat, warst du derjenige, der mir geholfen hat. Da ja, weiß ich auf jeden Fall mal zu schätzen, meine Damen und Herren. So, wollen wir mal gucken, wo der Frosch denn seine Locken hat. Zunächst müssen wir mal sehen, dass in der Mitte ein Gegner ist. Okay, die Bratchett ist da. Guck mal, du hast doch da unten zu tun genug. Warum gammelst du jetzt hinter meinem Arsch rum? Was ist denn bei dir los? Oh, wir haben hier jetzt tonnenweise Gegner. Die Kollegen, Konsorten lassen sich da wegschießen an der Front oder was? Das Problem ist, solange ich da im Kreuzfeuer stehe, können die mich da mit der Batchet wegflankieren. Deswegen sehe ich davon ab. Arti, nimm doch mal die Batchet raus, Junge. Was ist denn mit dir? Das Problem ist, ich muss abschätzen, ob diese zwei, drei hinter mir da lang genug überleben, weil ansonsten würde ich vorfahren und dann, warum auch immer, wegsterben. Dürfte ich denn hier mal arbeiten vielleicht als Top-Tier, ohne dass mich irgendeiner von euch blockiert? Junge, ich habe keine Gun Depression, ich muss da vorne stehen, ey. Geh doch mal weg da, Junge, lass mich doch arbeiten. Gott. Alter, könnt ihr mal aufhören, an mir rumzurütteln, Alter? Wäre das vielleicht machbar? Oh, mal kurz den in der Mitte da mal ein bisschen. Ja, jetzt dürft ihr auch mal mitfahren. Die ganze Zeit, ja, mich da vordrängeln, ja, und rumschubsen. Und jetzt, wo ich die Schüsse fresse, kommt keiner von euch, oder was? Wie kann man denn so feige sein, ey? Jo, jetzt stehen die da hinter mir und gucken zu, oder was? Yo! Mein Gott, ihr feigen Kühner, Alter. Fahrt doch mal.
Ich fress mir doch die Schüsse nicht umsonst, damit ihr da zuguckt. User entered your channel. So, was ein elendiger Move, Alter. Alles fit? Hallo, Akko. Ja. Ich sag dir, da ist wieder das Rumgebotte des Todes, Alter. Schon wieder, ach Mensch. Kann doch nicht sein. Mann, fahr doch! Ey, was sind das für Idioten? Junge, du hast doch HP, fahr doch! Ich hab mir doch die ganzen Schüsse gefressen für euch, Noobs. Jetzt fahrt doch! Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Fahr doch mal vor jetzt! Hallo, fahr! Hallo! Fahr doch! Fahr doch vorwärts! Junge, fahr doch mal vorwärts! Hallo! Hallo! Das ist ein One-Shot! Fahr doch! Meine Fresse, du elendiger Noob, du elendiger, Alter. Alter, ey, die machen einen so aggressiv, ey. Da ist ein One-Shot Tier 8. Und die sind zu dumm, den mal rauszunehmen, Junge. Was geht? Mein Gott, ey. Ich krieg die Krise meines Lebens. Alter, lauter One-Shots und die sind zu blöd zum Scheißen, Alter. Ohne Witz. Stehen zwei Tier 9er, kannst du dir dann später mal als Video angucken. Ja. Zwei Tier 9er, fast Full HP und da ist so ein Tier 8er, der hat 100 HP und die trauen sich nicht fortzufahren, ne? Ach du Scheiße. Und ich fress mir die ganzen Schüsse, Junge. Ey, das macht mich so aggressiv, diese Dummheit, Alter, ohne Witz. Das macht mich so mega aggressiv, ey. Ich könnte einfach nur irgendwas kaputt schlagen, Alter, ohne Witz. So, ich bin gleich fertig, da kannst du mit, ja? Na klar, mach mal dein Gefecht noch zu Ende. Ja, ist zu Ende. Ich teste gerade was, weil so ein Zuschauer hat mich darauf hingewiesen, dass ich da wohl irgendwas einstellen kann, dass ich lauter zu hören bin, weißt du? Okay. Und ja, ich hab ja mitbekommen, das war ja eine ganz schöne Odyssee mit, Alter, mit dem Headset. Ich hab 3 oder 4 Headsets gekauft, wieder zurückgegeben, ey, jedes Mal war irgendeine Scheiße, Alter, richtig Absturz. Kannst du mal bitte TS-Daten und Passwort an die Leute geben, die noch mitspielen wollen? Die sollen mal hier reinkommen. Na klar. Bitte aber nicht im Zug-Channel, weil... Ne? Privat anschreiben, nicht im Zug-Channel. Einladung ist auch aus. Jojo, habe ich angenommen. Ich muss bloß den Server wechseln. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, das ist schlimmer geworden. Ey, World of Tanks geht Tag für Tag bergab, ey. Hier sind nur noch Bots unterwegs, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass so viele Leute die Schnauze voll haben, ey, und aufgehört haben zu spielen und deswegen nur noch Bots unterwegs sind. So, ja. Aber so wahrhaftige Bots von Wargaming, Alter, das kann doch nicht sein. Alter, da steht ein scheiß fucking One-Shot Tier 8 Low-Tier Dreckspanzer. Und 2 9er Panzer stehen vor dem, Alter, fast Full AP. Junge, und dann muss ich den da in sein Glück reinzwingen, Junge. Ich hab den einen am Ende dann auch reingeschubst, ey, weil er mir auf den Sack ging, der Noob, Alter. Junge, ey, selbst ein Anfänger muss doch checken. Hör mal, wir sind zwei Tier 9er und dass der Typ ist One-Shot. Selbst ein Anfänger müsste doch checken, Alter, dass man dann mal reinfährt und das Drecksding mal rausholt, ey. Junge, ich hab mir Arti-Treffer kassiert und von 2-3 Panzern, damit die vorfahren, machen die das einfach nicht. Junge, da wirst du einfach cholerisch, Alter, dann irgendwann. Fahr bitte nicht nach rechts. Jo. Bleib mal hier in der Nähe von der Base, hinter den Häusern und lad HE bitte, weil IS-4 und IS-7 werden wohl down stehen und dann kommst du so nicht durch. Jo. Ich geh mal auf die linke Flanke. Nee, da hinter dir. Ach, hier da sind Häuser. Okay, na klar. Nicht vorfahren, Arti-Safe, der Gegner hat 2 Artis. Denk dran. Oh Mann, jetzt fährt das Mäuschen komplett an die Front und lässt sich dann von den 2 Hull-Down-Monstern da wegschießen, weißt du? Ja, ja. Weil wenn die IS-4 und IS-7 da schön Hull-Down arbeiten, dann haben die gar keine Chance, aber das checken die jetzt nicht.
Das sehe ich auch schon kommen. Ja, und dann sterben die weg, ey, und dann bist du der Nächste, der da wegstirbt, also. Naja, erstmal kommt das Gepinge und dann. Ja, erstmal kommt das Gepinge, dann eventuell noch Team-Kill oder Team-Damage, weil die frustriert sind. Ja. Und dann kommt der ganze Rest, ey. Was hat denn jetzt dieser 257er da an der Front zu suchen? Der kommt der doch mit seiner nicht. Kanone gar nicht da durch bei den Zweien, Alter. Nee, außerdem ist der Tomover matchbar, also. Absolut. Vor allen Dingen, wir haben doch zwei Artis. Warum muss der denn jetzt da an der Front wegsterben? Der kann doch weiter hinten spotten und die Artis erstmal machen lassen, Alter. Die haben wir ja nicht zum Spaß da, die sollen ja irgendwas tun. Und das ist ja... Oh, das Mäuschen hat gehört. Oh. Ja, Bett. Aber das bringt nichts, wenn die anderen zwei sich da jetzt wegwasten da an der Front. Aber einer weniger, der sich wastet. So, gucken wir mal. Oh, Junge, Leute, tut mir einen riesen Gefallen. Wer auch immer keinen Plan hat, sollte sich dringend bewerben und zu uns kommen. Ja, wir wollen das Ding hier voll kriegen. Habt aber auch mal 3-4 Monate Geduld. Hier kommen regelmäßig Leute rein, aber ihr müsst dann auch drin bleiben, damit es voll wird. Nicht hier nach ein paar Tagen wieder rausgehen oder so. So wird das nichts mit dem Clan voll werden und so. Geduld braucht der Mensch. Oh jo. Ach ja. Ich finde das so herrlich, ne, wenn du die Arti-Treffer kassierst oder sonstiges und es ist halt keine Sau da, um dann mal auf die Gegner zu wirken. Ich feier das hart. Was macht der E50 noch da hinten, Alter? Worauf wartet der? Komm mal zurück zur Base. Wir haben die Flanke hier. Das dürfte ja, dann ja. Erstmal wir brauchen dich auch hier. Das Objekt geht gleich drauf. Naja. Ja. Unser E50 ist der Hardcore-Camper des Jahrtausends. Ja. Der spielt hier auf Jagdpanzer E100-Style. Der chillt hier hinten und sniped einfach. Anstatt da mal mit den Mediums mitzufahren, ey. Guck mal, dass du die IS-4 beschießt, ja? Die ist noch schwerer zu knacken als die IS-7. Ja, klar. Wenn die Hulldown steht. Ich glaube, die ist gar nicht mit Feuer fahren. Oder doch, da kommt sie jetzt. Oh Gott. RNG. So, jetzt kommt ja noch so ein Progetto. Ja, auf den kannst du ruhig mit AP schießen. Die Sache ist halt nur, du hast 17 Sekunden Reload, ne? Du ja. Weißt ja nicht, wer als nächstes jetzt da auftaucht. Okay, Progetto haut ab. Ich werde mal versuchen, irgendwie durch die Mitte zu flanken. Damit wir dann so gesehen pushen können, so von allen Seiten. Wenn die mal endlich mal die Artis da links rauskriegen würden, der Objekt 140, der fährt. Ich weiß nicht, warum die Arti noch lebt. Die Arti von uns müsste mal die Arti vom Gegner rausnehmen. Hier auf dem Berg steht noch ein Stützwagen, der ist mit Feuer fahren. Ja, ja, ja. Oh, ich bin jetzt in 10 Sekunden in der Mitte. Die Arti steht auch hier. Ja, da ist. Müssten die mal die linke Flanke holen da, dann haben wir nämlich die linke Flanke komplett für uns.
So, du kannst Oh, gleich Gerede. mal rechts vorwärts fahren, bitte. Wir müssen jetzt von allen Seiten Druck aufbauen. Gut, dann fahre ich vorwärts. Bitte auch volle Kanone, weil wenn die jetzt gleich aufholen, dann haben wir wieder die Arschkarte. Natürlich. Wie es geht. IS-7 ist schon zurückgefahren zum Base Steffen. Ja, unsere Grille kann's mal wieder nicht abwarten und fährt da voll YOLO rein. Ja, so muss das, ne? Und dann stirbt er jetzt weg. Ja. Und dann Ach, ist ey. das derjenige, der dann rummeckert, warum du jetzt noch da hinten bist. Ja, weil du halt einfach langsamer bist, aber das checkt er halt nicht, ne? Anstatt mal kurz zu warten, bis du als Erster da bist. Junge, ich hab bis jetzt immer noch kein Damage, ey. Das ist der Knaller, Alter. Aber ich muss sagen, dein Video mit den FV-Fahrern, das stimmt zu 100%. Die sind immer mit an der Front. Ja, die wollen unbedingt diesen einen Tausender raushauen, dann sterben die Ist einfach weg, ey. der Hammer, wirklich. Jo, guten Morgen. Alter, was war das für eine eklige Nullrunde, Alter? Ich meine, wir gewinnen die, aber ich bin jetzt einfach nur eklig durch die Gegend gefahren. Ich meine, die Taktik war richtig, aber weißt du, Ja. wenn du gar keinen Schuss anbringst. Aber da sieht man das, ne? So, wenn du die Flanken so sicherst, wie du musst, dann musst du gar keinen Damage machen. Es reicht, wenn dein Team Damage macht, weil vor allen Dingen, indem du die Flanke holst, die linke, ne, die musst du als erstes holen, dann hast du auch Map Control direkt. Dann ist halt egal, ob du da jetzt Damage gemacht hast oder nicht. Ja, wow, ich habe 150 Damage, Alter. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Naja, gewonnen ist gewonnen, mag ich immer eine epische Runde sein. Bekommen noch eine HE-Schelle für den Arm X30, dann haben wir es doch. Jawoll! Zwei Kills, geht doch am Ende noch ein bisschen was gerissen, Alter. Geht sich eigentlich der 60 GP? Besser als der EN100 oder? Ja, also, ist gut, ja, aber irgendwie muss ich noch üben, so. Ersten 100 Gefechte sind immer üblich. Ja. Muss So, ich auch erstmal gib mal rausfinden. diesen Leuten da im Clan-Chat mal, also jetzt nicht im Clan-Chat, sondern gib mal ein paar Leuten mal hier die Testdaten, Ach so, Passwort. das Brecher. Ja, gib den einfach, so. So, und ich überlege mal in der Zeit, weil ich als nächstes komme, jetzt mal FV. Mal im Platoon fahren. Gib mal zwei Leuten, dann kannst du wieder spielen und dann nächste Runde gibst du den wieder. Und speichere die mal Testdaten, weil wir haben jetzt eine eigene Test. Das ist unsere eigene. Ich habe ihm jetzt die TS-Daten Jo. geschickt. Och, diese eklige Drecksmap, Alter, wie ich die hasse, Oh Gott. Ja. ey. Die ist so eklig, Alter. So, S-Conk Type 5, die werden links kommen, denke ich mal. 907, der wird aber rechts kommen. 907 kommt rechts, 907 hat Priorität. Ich würde sagen, komm mal mit nach rechts, wir gehen einfach mal nach rechts. Bitte fahr auch komplett außen, der Gegner hat drei Artis, Ja. mehrere Mediums, zwei FVs. Ja, das heißt aufpassen, sonst bist du tot, bevor du irgendwo ankommst. Ja, wir haben noch einen FV, der soll mal mit uns mitkommen. Ja, der ist AFK. Oh, der hat seinen Turm bewegt, aber irgendwie, Okay. ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der geht auch gleich auf und platzt. Das ist wieder irgend so ein Bot, Alter. Das original ein Bot. Vor allen Dingen, wir haben niemanden, der da in der Mitte mal richtig die Gegner aufmacht. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt gleich aufgehen, ne? Ja. Besten Tarnwert haben wir nicht. Ja, der 907er hat schon seine Hold-Down-Position. Der wird jetzt gleich schön mit Gold unsere ganzen Heavys kaputt schießen. Ja.
Zumal wir haben jetzt zwei Runden gewonnen, beziehungsweise ich, das heißt, die dritte muss ja verloren gehen, ne? Ist ja Wargaming Gesetz. Hast du zwei Runden gewonnen, musst du die dritte verlieren. FV immer noch AFK. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen FV. Bester Mann, schön AFK an der Base. Vor allen Dingen, der geht gleich auf und dann kassiert er von den drei Artis des Gegners. Ja. Das ist extrem lustig. Jetzt waren die zwei FVs schon auf? Nein. War noch nicht auf. Ja, es kann sein, die beiden FVs sind da hinten und warten nur darauf, bis irgendeiner von uns rausfährt, weißt du? Glaube ich auch. Kann gut sein. Vor allem, da hast du ja ordentlich Büsche, wo du dich verstecken kannst. Ah, Leopard 1 ist schon da. Ja, ich denke, die sitzen da hinten im Gebüsch. Pass auf, wir haben die Ecke schon gesichert. Ich würde hier nicht weiterfahren, ich würde... Weil ich habe Angst vor diesen zwei FVs plus drei Artis. Das ist so ein bisschen Ding. Sicher du mal hier die... Oh, beziehungsweise komm mit, wir gehen zurück. Unsere Base sieht echt nicht gut aus. Die Gegner sind da echt massiv unterwegs. Unsere Mediums haben ja die Ecke. Ja. Wenn die jetzt keine Scheiße bauen, dann sollte das erstmal eine Weile halten eigentlich. Schieß mal von dort, wo du bist, Richtung Mitte. Von dort, wo du bist. Weil du bist zu langsam, bis du jetzt da mal zurückfährst, ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, ob das was bringt. Guck mal, ob du den 907er von dort beschießen kannst irgendwo. Komm ich nicht ran, Render Ranges zu. Ach so, ja dann. Ja, der eine FV ist auch da hinten. Ja. Ja, Glückwunsch, eine Arti ist schon weg. Ach, oh nee, der hat sich da jetzt nicht ernsthaft gecrashed, ey. Ach Gott. Was, der ist gecrashed? Ja, der ist, hat sich umgeworfen. LOL. LOL. Jetzt sterben die da massenweise weg, Alter, bevor ich da bin. Komm mal mit, komm mal mit. Das bringt nichts, wenn du da stehen bleibst. Der FV des Gegners ist schon lange auf. Der müsste eigentlich schon längst tot sein. Aber nur, wenn die Artis arbeiten würden. EOT-Comedy, ey. Ja, da wird fleißig weggestorben. Unser FV ist komplett AFK. Supporte den mal bitte. Ja, ja, ist schon raus. Vor allen Dingen, der hat am Anfang seinen Turm bewegt. Von daher. Ja, ist wahrscheinlich kann das nur ein Bot sein. Keyboard geblitzt oder so. Wer weiß. Yo. Ja, ordentlich Heavies, man. Ach du Scheiße. Versuch mal von hier auf die, von hier kann ich wirken. Komm mal hier hin bitte, du sollst nicht von dort wirken. Yo, Alter. Können unsere Mediums da mal irgendwas veranstalten, Alter? Was geht denn ab bei denen? Yo, Alter, was eine ekelhafte Runde, ey. Alles ach, wieder weg. Komm mal hier hin bitte. Nein, geht nicht, weil die vorfahren jetzt und mich beschießen können. Deshalb. Ja, da sind wir schon. Kollegen. Jo, herzlichen Glückwunsch. Oh, der FV ist jetzt endlich mal erwacht. Ey, wie geil. 100 Jahre später oder was? Ich werde jetzt schön verrecken hier, was? Ich war. Ja, die stehen da alle in der Mitte, das ist halt.
Aber der 60 DP ist One-Shot. Ja, ich wusste es doch. Dicker, beweg mal deinen Arsch bitte hier hin. Ja, ja. Ja, was heißt ja, ja? Warum stehst du da die ganze Zeit? Ich bin ewig langsam und hab Kreuzfeuer von dem. Ja, Moment, das will ich nicht hören. Beweg deinen Arsch hier hin. Wird ja nicht besser, indem du da hinten stehen bleibst. Das Spiel ist eh gelaufen. Und die zwei, ja. Alter, der FV ist seit 200 Jahren schon auf, aber der lebt halt immer noch. Ja, komm, fahr. Oh Gott. Komm. Bleib an der Ecke. Bleib an der Ecke, nicht rausfahren. Der Drops ist eh gelutscht. Jung, SDRV, beweg deinen Arsch. Jung, beweg doch deinen Arsch, SDRV. Hallo, hol den nochmal raus. Ne, der rafft es nicht. Nein. Du musst auch ein Stück zurück, sonst nimmt dir die Arti die ganzen HP. Du stehst genau im Splash-Radius. So, da kannst du stehen bleiben. Nicht mehr hin und her eiern. Anschrägen die Wanne. Der SDRV, der ist halt jetzt zu dumm. Der hätte jetzt flankieren können und den rausnehmen können, aber nein. Ja. Nee, geht nicht. Da ist man sich schon zu schade für, ne? Ja, komm, mit dem Affen kannst du eh nichts gewinnen. Fahr vor. Passt schon. Soll er halt verrecken, der SDRV hat halt Pech gehabt. Sehr schön. Raus. Kann der SDRV jetzt mal alleine weiterspielen. Wenn man schon zu blöd zum Scheißen ist, ey. So. Ja, es wäre so oder so geändert. Ich war Proxy die ganze Zeit lang offen. Ja, die waren auch viel mehr Panzer als wir. Die sind ja da weggestorben wie sonst was, Alter. Ja, warte mal. Ich unterbreche jetzt mal die Aufnahme. Ich check mal, ob es jetzt laut genug war oder nicht. Ganz kurz.